Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Systra mit einem kleinen Special, nämlich dem versprochenen, also der versprochenen Timelapse von meinem Achievement for Odin. Ihr seht, ich war den Spielstand, habe ich als London gespielt. Die Timelapse zeige ich euch gleich. Also 1685 habe ich das Achievement geschafft, da war ich fertig. Ich zeige euch mal vielleicht mal kurz, was das für ein Achievement ist, nämlich das hier für Odin. Da musst du als Custom Nation starten und zwar mit den nordischen Glauben. Nicht mehr als 200 Punkte, nur 5 Provinzen darfst du nehmen und musst komplett Skandinavien und die britischen Inseln Korn und alle nordisch werden lassen. Also den ganzen Bereich hier, ich zoome mal ein bisschen raus, den ganzen Bereich und den ganzen Bereich, alles was hier zu weiß ist, den ganzen Bereich, das ist tatsächlich auch der Bereich. Dem musst du alles einnehmen und das muss alles kommentiert werden. So, was ich euch jetzt erstes zeigen will, denn ich will ja so einen kleinen Guide auch machen, also ja nicht nur hier sagen, Leute, so sah es aus, dann auch ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe öfter vorher mal gesehen, es haben doch Leute Fragen zu diesem Achievement und ich habe das jetzt auch, glaube ich, erst, ich glaube, das war jetzt der 5. Versuch, glaube ich. Jetzt sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Also als Ideen habe ich Folgendes genommen. Ihr seht hier erstmal Tradition und 15% Moral und gerade wenn du in Europa schaffst, ist eigentlich ganz wichtig, ein Punkt diplomatische Reputation. Das bringt euch den Vorteil, also das würde ich euch auch dringend empfehlen, das gibt euch hier nämlich den Vorteil, dass ihr leichter Verbündete kriegt. Man ist einfach am Anfang mit diesen nordischen Glauben hier und den ganzen Katholiken ziemlich isoliert und das gibt da einen kleinen Bonus auf die Verhandlungen. Ihr seht, als ganz letzte Geschichte habe ich nochmal 15% Einheitenlimit drin gehabt. Macht sich ganz gut, wenn ihr dann doch vielleicht gegen irgendwelche stärkeren Mächte wie, ne, was hier sich Böhm hier rauskristallisiert hat oder so kämpfen muss, die waren auch Kaiser. Dann macht sich das ganz gut, relativ viel Truppen zu haben. Also ich habe jetzt zum Schluss 218 Truppen, wie ihr seht. Als nächste Ideen, also jetzt habe ich dann ausgewählt bei der Erstellung Steuereinnahmen. Macht sich mal ganz gut, ein bisschen mehr Power. Kampfstärke Infanterie ist auch nicht verkehrt. Kosten Kernprovinzen, ja, hilft ein bisschen. Nur spart ihr auch ein bisschen Geld. Unterhalt für die Armee, das ist immer gut zusätzlich mit den Geschichten. Für die Finanzen, da kann man auch was anderes machen, aber es macht sich ganz gut. Also ich kann euch das mal zeigen. Ich habe momentan 46,20 Einnahmen. Meine Armee ist dabei noch mit das günstigsten, ja, 48 bei gut fast 2000 Leuten. 30 für Festung, also das ist schon teuer. Dann habe ich ein bisschen Nahstärke genommen, plus 1,5%. Da könnt ihr auch weniger nehmen, das ist jetzt nicht so wichtig. Das hilft, da seid ihr bei der Konvertierung ein bisschen schneller. Wenn ihr es jetzt nicht habt, ist auch nicht so schlimm. Da könnt ihr auch was anderes nehmen. Dann Disziplin plus 5%. Na, man könnte hier ein bisschen weniger, dafür etwas mehr Disziplin nehmen, ist auch gut. Und Handelseffizienz. Man könnte hier zum Beispiel auch Produktionseffizienz nehmen, dann habt ihr noch mehr Einnahmen. So, was ich dann während des Spiels genommen habe an Ideen, waren zuallererst Quantität. Und das hatte den einfachen Grund, dass ich ein großes Problem hatte mit meiner Mannstärke. Ich habe zwar halbwegs gut Armee gehabt, hier vorne gegen England, aber meine Mannstärke war das Problem. Damit hatte ich die ganze Probleme. Ich hatte eigentlich überlegt, erstmal defensiv zu nehmen, zusätzliche Moral zu der Moral, die ich eh schon hatte. Plus 30 Moral ist schon heftig. Das ist ohnehin ein starker Wert. Aber ich habe diese ziemliche Probleme gehabt mit der Mannstärke, deswegen zuerst Quantität. Dann habe ich mich entschieden, religiöse Ideen zu nehmen. Allgemein super, weil ich will viel konvertieren, da macht sich gerade die 3% Missionarstärke oder 40% Missionarse gut. Also die sind hier eigentlich bei dem Achievement Pflicht, die Geschichte. Natürlich auch der Deus Vult. Das Unam Sanctum. Permanente Kriegskunde, Deus Vult hier, das Ding ist richtig stark. Leider jetzt ganz hinten dran. Sonst wäre das noch ein bisschen besser, aber ja, das hilft dir auch so. Also gerade ein bisschen nach früh zu kriegen ist auch nicht schlecht. Kulturänderung, das ist ja völlig uninteressant. Monatliche Loyalität für Klerus, das habe ich mir noch gar nicht mal geguckt. Moment, das wollen wir uns mal angucken. Die haben hier, glaube ich, einen Bonus dann, oder? Loyalität. Verstehe ich nicht so ganz. Nee, gut. Verstehe ich nicht so ganz. Muss ich jetzt auch, glaube ich nicht. Dann hatte ich genommen die Entdecker-Ideen als drittes, so ein bisschen kolonisiert. Das kann man machen, das muss man nicht machen, das zeige ich euch dann gleich mal, wo ich kolonisiert habe. Also natürlich hier Karibik, Mexiko habe ich kolonisiert und dann hier hinten, ich zeige das mal. Na, hier Karibik habe ich ein bisschen mir einen Staat geschaffen, Mexiko und dann zum Schluss hier unten noch ein bisschen in Argentinien noch kolonisiert.
Kann man machen, muss man jetzt nicht machen. Das ist nett, wie ihr lustig seid, aber das bringt halt zusätzliche Hindern, was ganz sich hier ganz sinnvoll macht. Ne? Und dann als viertes die Defensive, den hätte ich auch eher nehmen können, aber ich war, glaube ich, mit Quantität noch nicht ganz durch. Ne? Das macht sich halt gut mit wegen dem Moral. Und weil ihr ein bisschen weniger Abnutzung habt, aus dem nochmal Unterhaltsmalus, noch weniger Unterhalt für die Armee, steckt halt zusätzlich ganz gut mit den Boni, die sowieso hier drin sind. Ja, ansonsten halt plus Armee-Tradition ist auch nicht schlecht, könnte man hier auch noch mit reinnehmen, ist aber teuer. Dann seht ihr, offensive Ideen habe ich dann noch genommen, ne, weil ich hier dann gerade zum Schluss militärisch ziemlich stark aktiv war und das macht sich ganz gut. Also das pusht dich schon militärisch echt enorm in die Höhen. Und dann noch Wirtschaft, weil ich wusste dann nicht mehr, was ich nehmen soll, habe ich mich für Wirtschaft entschieden. Ist dann alles ruhig überlassen. Kann man auch Humanismus nehmen oder ähnliches, da weiß was ich was, völlig wurscht. Je nachdem, wie ihr spielen wollt. Aber wichtig sehe ich hier auf jeden Fall defensiv, Quantität, religiös ist eine Pflichtgeschichte. Also die müsst ihr in jedem Fall nehmen, sonst wird das deutlich schwieriger. Damit erleichtert ihr euch das Leben hier enorm. Ja, und defensive, wie gesagt, gerade damit, das deckt dann enorm. So. Dann hatte ich natürlich, es gibt natürlich Richtlinien erlassen, habe ich auch noch zusätzlich den hier reingenommen. Den habe ich schon lange drin. Na. Den kriegst du, da braucht man, glaube ich, die Quantität und Religion voll. Das Ding nochmal 10% drauf, das ist schon böse. Also, ich zeige euch das mal. 6,58. Achso, weil mein Bonus jetzt abgelaufen war. Ich habe zusätzlich jetzt nochmal 15% zusätzlich nochmal drauf gehabt. Aber ihr seht das. Also, ich hab Basis und Technologie ist 4. Und ich habe 2,58 mehr. Also, mehr als 50% Bonus auf Moral. Das ist extrem heftig. Und ihr seht hier drin Bauernrepublik. Ja. Und zwar. Ich bin als Republik gestartet, liebe Leute, und zwar als Bauernrepublik. Das gibt es, glaube ich, nur mit den DLC Respublika, weil ich mich da jetzt rechnen sind. Ich kann mich auch täuschen. Das hat den Vorteil, du hast Produktionseffizienz und Moral-Armee nochmal drauf. Also das Ding ist relativ geile Regierung. Das Ding ist geil. Wahlen alle 5 Jahre und ja, Allgemeinrepubliken sind nicht schlecht, haben einen Nachteil, das sieht ihr hier, Absolutismus. Das Maximum Absolutismus ist halt, die kriegen 50 drauf. Das ist aber relativ unwichtig. Wenn ihr vor 1700 fertig seid, ist es komplett egal. Dann kriegt ihr halt hier nicht ganz so viel Boni, aber das ist nicht so schlimm. Allerdings, wie gesagt, die beiden Boni hier mit 10% Effizienz und 5% Moral sind recht stark für den Startplatz, den du hast. Das bringt ja aber von zusätzlich mehr Geld. So. Und jetzt zeige ich euch mal die Timelapse. Die Zeitleiste. Ihr seht, wo ich angefangen habe. Das zeige ich euch mal. Es gibt nämlich mehrere Möglichkeiten, wie man hier starten kann. Also, das hatte ich auch irgendwo im Forum gelesen, habe das jetzt selber mal probiert. Ich sag mal, das war früher hier mit dem Start in London mit den 5 Provinzen noch einfacher, weil einfach England weniger Provinzen hatte, deutlich weniger Provinzen hatte. So, aber trotzdem ganz wichtig: London habe ich genommen, weil damit schwächt man England schon enorm. Und dann noch 4 Umgebende, nämlich Gloucestershire, Oxfordshire, Essex und Kent. Das sind um London rum die 4 stärksten Provinzen. Also hier 5 richtig starke Provinzen genommen, kostet halt Punkte, aber schwächt England entsprechend. Und du hast eine relativ gute Powerbase. Ich habe, glaube ich, auch von 12.000 Truppen oder sowas gehabt. Jetzt lasse ich es mal laufen. So ein bisschen. Dann zeige ich das Ganze mal. Ne? Hier hat sich was entwickelt. Dann hab ich erstmal Krieg gehabt, dieses Glück gehabt, Frankreich jetzt zu Bündnissen zu kriegen, dann irgendwann mal zwischendurch mal so die ersten Kriege auch gegen England, da haben wir mehr mitgenommen, immer weiter. Dann hat sich Schottland natürlich auch frei sich ausgebreitet. So, dann hätte ich mir zwischendurch hier Connaught, also Clan, das kann ich nicht lesen, Clanricarde, als Vasall genommen. Die sind hier, hat das Schottland eingenommen und die habe ich hier fleißig gefüttert mit Schottland. Mit starken Vasallen. Und mein Problem war zwischendurch, jetzt habt ihr jetzt gesehen, jetzt habe ich hier schon ein bisschen was eingenommen gehabt gegen Schottland. Da hatte ich das Glück, da war Frankreich irgendwo in Kriegen verschickt und die haben Schottland nicht geholfen. Achso, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich hätte mal raus müssen, da war ich hier zu schnell. Ja, das Ding läuft relativ schnell. Also ich habe dann hier, ich mach's mal langsamer, hatte dann Glück, die Schotten waren nämlich mit Schweden verbündet. Und dann konnte ich mir hier Elfsborg als Provinz, als kleinen Anker hier holen und das war dann relativ cool. Und jetzt ging es dann hier weiter. Also hier ist fertig, hat dann angefangen hier hinten natürlich schon zu kolonisieren. Ich gehe mal dahin. Ich zoome mal raus, hier die Kolonien sind schon fleißig. Und dann ging es natürlich weiter schön in Skandinavien. Der Südzipfel hier von Schweden mir gesichert.
Dänemark eingenommen, da hatte sich ganz gut gegeben, da hatte sich Schweden hier ein bisschen breit gemacht. Hierhin ist dann nichts mehr passiert. Niederlande hat hier ins Bündnis geholt. Sieht man jetzt leider bei Frankreich hier nicht so gut. Ja, Stück für Stück hier weiter ausgebreitet. Ich mach's mal ein bisschen langsamer. Ich hatte nämlich das kleine Problem, und das war eine ganz lustige Geschichte. Das Norwegen war in einer Personalunion unter Bayern. Sehr, sehr lustige Kiste unter Bayern tatsächlich. Und mit dem starken böhmischen Kaiser bin ich da lange Zeit nicht drangekommen. Dann hat es gleich mehr. Ich beschleunige noch mal ein bisschen. Wir sind schon 1634. Na, er hat dich schon fleißig erobert. Genauso Seeland natürlich unter Brandenburg hier. Na, seht ihr, nächste fleißige fette Eroberung hier gegen Schweden. Dann hat er sich hier Polen, Irland und Türke geholt. Dachte ich mir schon, oh verdammt noch, gegen Polen hier den Krieg. Weil ich hatte mir jetzt hier, jetzt habt ihr es gesehen, jetzt habe ich es verpasst, Norwegen geholt. Und zwar war das folgende Geschichte, ich pause mal kurz und erzähle es mal. Und zwar war das folgende Geschichte, und zwar war zwischenzeitlich Böhmen in eine Personalunion unter Österreich und Frankreich Kaiser. Das Schöne war, ich war mit Frankreich zusammen im Krieg gewesen. Gegen Spanien, Portugal. Die waren so fertig, dass sie nicht mitgegangen sind, also Bayern nicht geholfen haben. Und dann bin ich an Norwegen angekommen, konnte eigentlich alles einnehmen von Norwegen außer Akershus, leider. Ja. So, nächste Euro gegen Schweden. Ich lasse mal langsam mal laufen, denn wir kommen langsam Richtung Ende. Ihr seht. So, da fehlt mir noch nur Viborg. Akkus hatte ich mir schon geholt. Smälern. Mittlerweile gegen Preußen. Für mich auch richtig Glück, weil die dann aus dem Reich raus waren. Relativ einfacher Krieg, völlig ohne Probleme. Nyland geholt, Turku geholt. Und das habe ich mir nicht im Krieg geholt, liebe Leute. Nicht im Krieg. Lässt sich das nochmal laufen? Nee, brauche ich jetzt nicht. Blödsinn. Habe ich das denn zurückgesetzt? Das hatte ich mir nicht im Krieg geholt, sondern über Kriegsandrohung habe ich mir die beiden Dinger geholt. Weil die waren dann auch mit Böhmen verbündet. Den Krieg wollte ich mir denn nicht geben. Das ist dann auch Blödsinn. So, und so sah das Ganze aus. Ich lasse das mal so ein bisschen. Ich zoome noch mal raus. Lass noch mal so ein bisschen auf die Schnelle durchlaufen. Da seht ihr das noch mal so ein bisschen, wie das hier lief. Von London über England, England, England. Dann die ganze Phase, wo ich den gegen Schottland nicht vorangekommen bin. Seht ihr jetzt? Und dann jetzt erst die ersten Eroberungen gegen Schottland, die waren dann irgendwann ganz raus und irgendwann irgendwo in Südamerika mit den letzten zwei Provinzen. Halt auch sehr lustig. Na, ihr seht's, annektiert und ab gegen Schweden. Skandinavien erobern, Stück für Stück durchgefressen. Das hätte schneller werden können. Deshalb, was man gut machen kann, vielleicht anstatt der Kolonisierung. Na, ihr seht's, so sah das Ganze aus. Und was man vielleicht anstatt Kolonisierungsideen vielleicht machen kann, also anstatt Entdeckerideen, wären wahrscheinlich sinnvoller gewesen die Einflussideen. Dann wäre das noch schneller gewesen mit Sicherheit. Oder Diplomatieideen, Einfluss der Diplomatie, dann bist du noch schneller. Das war halt so, da habe ich mich ausgebremst, da wäre das garantiert wesentlich schneller als 1785 noch gewesen. Aber dann reduziere ich gerade zusammen mit dem Kriegsgrund natürlich erheblich die aggressive Expansion. Aber damit hatte ich dann hier fast sowieso so viel keine Probleme. Das hatte ich nur am Anfang hier unten. Da hatte ich größere Probleme mit aggressiver Expansion. Sobald ich dann ans Schotter ging, hatte ich die Probleme nicht mehr. So, damit habt ihr das gesehen. Wie gesagt, auch ein paar Tipps und Tricks habe ich gegeben. Also meine erste Empfehlung ist tatsächlich hier zu starten. Ich habe es schon nochmal probiert, hier zu starten. Im Holstein, das war wesentlich schwierigerer Start. Hier hat man aber wirklich den Vorteil, dass England sehr viel mit Frankreich im Krieg ist. Man kommt dann hier dran und schwächt die gerade über London so erheblich. Das ist schon ziemlich viel. Andere Möglichkeit, die ich auch mal probiert hatte, war unter anderem mal hier zu starten. Das hätte auch schon geklappt. Also das war der erste Versuch, den habe ich hier gestartet. Ein bisschen mal zu meiner Achievement-Geschichte. Das hätte auch schon geklappt, da ist mir ein DLC dazwischen gekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr gerade, welches das war. Da war ich eigentlich auch schon so weit, dass das ohne Probleme geklappt hätte. Also das kann man auch machen. Klappt auch. Na, da hatte ich dann mir auch Kolonisten am Anfang mitgenommen. Oder Kolonialwachstum, dass man das Schiff fleißig durchkolonisiert und dann in England übergreifend dann hinten alles erobert. Das hat, wie gesagt, klappt auch gut. Dann hatte ich es auch hier versucht mit dem Staat. Also jetzt auch Savoyen jetzt drin, das finde ich auch sehr lustig. Savoyen dann kolonisieren, auch eine geniale Sache. Hier oben bei Musica, bei Magdalena, hier bei Merida, so die Geschichte mit fünf Provinzen zu starten, weil man hier sich sehr schnell auch kriegerisch durch die ganzen Blaffeifen hier, also auch, da nimmt man natürlich westliche Kultur, kostet natürlich Punkte. Durch die ganzen kann man sich hier relativ gut, ziemlich schnell ausbreiten und relativ stark werden, auch gut kolonisieren, natürlich auch Mexiko.
Auch das hätte funktioniert, da hatte ich das riesige Pech, weil das war wirklich mal böse, dass ich England mit Spanien verbündet hatte, mit einem ziemlich starken spanischen Reich. Also, und das war ein Krieg. Und das habe ich seit ganz dem Anfang, sage ich mal, von Europa Universalis eigentlich nicht mehr gehabt, dass ich einen Krieg hatte, der, ich glaube, 40 Jahre lang oder fast 40 Jahre lang, 30, nee, fast 30, doch, ich glaube tatsächlich fast 40 Jahre lang ging, bis ich die tatsächlich im Griff hatte, weil ich einfach nicht nur hier mich ausgebreitet hatte, sondern auch hier. Und ich hatte einfach einen 4-5-Runden-Krieg an der Geschichte. Das war komplett genial. Und dann habe ich das einfach zeitlich, war das dann nicht mehr zu schaffen. Weil ich dann, glaube ich, noch gegen Russland und hier auch noch irgendwas hätte holen müssen gegen das Reich. Also das war einfach zeitlich, hätte ich das nicht mehr geschafft. Deswegen ist das auch schief gegangen. Also wie gesagt, deswegen von meiner Seite, das hier klappt tatsächlich super, der Start. London und Umgebung, die 5 Provinzen hier, damit schwächt der England enorm. Die sind hier auch ein bisschen zerteilt. Also das ist die Empfehlung, die ich geben kann. Wie gesagt, von den Ideen, nimmt am Anfang Moral mit. Das seid ihr aber selber ein bisschen fein natürlich, aber es ist so mein Tipp. Die Ideen haben sich jetzt wirklich stark erwiesen, die ich jetzt hatte. Ich gehe nochmal raus, zeig's vielleicht nochmal ganz kurz. Das hatte sich hier wirklich stark erwiesen mit diplomatischer Reputation und Moral der Armee. Die Reputation, also wenn ihr Südamerika starten wollt, Nordamerika, das Ganze dauert dann ein bisschen länger, ist ein bisschen aufwendiger, je nachdem wie ihr da lustig seid. Da braucht ihr die Reputation nicht, aber hier macht sich das echt gut. Das, weil du kriegst Malus einfach andere Religionen, wenn du Bündnisse haben willst, denn mehrt sich das so ein bisschen aus. Du bekommst dann einfach leichter Verbündete. Das brauchst du ganz dringend. Ja. Ansonsten hier, das kann man auch ein bisschen anders gestalten noch. Wie gesagt, aber gerade das und das hier, die militärischen Ideen, ganz wichtig hier. Ja. Den Unterhalt, da hätte man noch was anderes nehmen können. Die vier Dukaten sind es mir jetzt auch nicht gemacht, aber gerade dann für den Anfang und dazwischendurch ganz hilfreich, wenn man sich ausbauen will. So. Ja, ich überlege, ob ich jetzt gerade noch einen guten Tipp für euch habe. Also ich habe dann relativ viele Festungen mit der Fick gebaut. Das ist auch so eine blöde Geschichte. Aber im Moment, glaube ich, ist das alles. Ja, wie gesagt, das sind so die Tipps, die ich euch geben kann. Gerade Moral, ganz wichtig, bringt recht viel. Gerade später ist die sogar recht stark, weil die Boni dann noch stärker wirken. Und du kannst teilweise einfach Armeen stack wipen, also komplett mit einem Schlag erledigen. Das ist eine richtig geile Sache. Und wie gesagt, ganz Pflicht, religiöse Ideen. Ganz, ganz wichtig hier. Sonst habt ihr es echt schwierig. So, und damit wende ich jetzt mal mein kleines Special, meinen kleinen Guide. Und ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren und euch damit auch ein bisschen helfen, gerade den Leuten, die vielleicht Probleme haben, das Achievement zu schaffen. Die finden hier vielleicht nette Ideen und Anregungen, wie ihr das hinkriegt, wie ihr das schafft. Und damit werde ich mich hier verabschieden und sage bis zum nächsten Mal, euer Systra. Ciao.